Wer zurzeit durch Jena fährt, dem fällt auf, dass an jeder Ecke fleißig gebaut wird. Seit Montag auch in der Innenstadt an der Kreuzung der Weigelstraße zur Johannesstraße. Im Rahmen der Eichplatzbebauung verlegen die Stadtwerke Jena Netze dort die Fernwärmeleitung neu. Um die verkehrsarme Zeit während der Sommerferien so effizient wie möglich nutzen zu können, wird aktuell deshalb an 3 Stellen gleichzeitig gebaut. Das ist einmal in der Weigelstraße. Dort wird die Baugrube für den Anbindepunkt der neuen Fernwärmeleitung hergestellt. In der Johannesstraße vor dem Bike and Snow werden gerade Trinkwasserleitungen und Elektrokabel verlegt. Und weiter oben Richtung Johannesturm werden die ersten Vorbereitungen für den ersten Abschnitt der Fernwärmeleitung abgearbeitet. Durch die Arbeiten ist die Durchfahrt für Autos an der Ecke Weigelstraße zur Johannesstraße komplett gesperrt. Diese Sperrung bleibt auch bis zur Versiegelung der Baugrube bis voraussichtlich Anfang September bestehen. Ebenso lange wird an der Neuverlegung der Fernwärmerohre weiter oben in der Johannesstraße gearbeitet. Das Baufeld dort wird dann bis Mitte November weiter in Richtung Weigelstraße wandern. Die Arbeiten an den Trinkwasser- und Elektroleitungen vor dem Fahrradladen in der Johannesstraße sollen aber schon Mitte August abgeschlossen sein. Momentan liegt man damit gut in der Zeit und auch die Kosten halten sich bisher im geplanten Rahmen. Die reinen Baukosten für den Zweckverband und die Stadtwerke sind etwa zwischen Viertelmillion und 300.000 Euro. Dazu kommen noch Leistungen für Materialbereitstellung. Das Fernwärmematerial wird direkt über die Stadtwerke bereitgestellt. Stromkabel und Trinkwasserleitungen werden auch über die Stadtwerke finanziert. Da die Baustellen in der Weigel- und in der Johannesstraße noch eine Weile bleiben werden, muss an den engen Stellen aufeinander Rücksicht genommen werden. Vor allem Radfahrer, die dort bisher lang gefahren sind, werden gebeten, im Baustellenbereich abzusteigen.